Ich bin Projektleiterin Heizung Kälte in der Niederlassung in Zürich. Als Projektleiter hast du sehr viele Aufgaben. Du hast Materialien kaufen, die du tätigen musst, ganz am Anfang des Projekts. Dann, wenn das Projekt läuft, musst du mit dem Monteur auf die Baustelle schauen. Du musst die ganze Baustelle koordinieren mit deinen Leuten, mit anderen Gewerken. Du bist an Bausitzungen, du hast interne Sitzungen. Du hast viele Probleme, die du lösen musst. Es ist schön, wenn es es nicht gibt, aber leider gibt es das bei dir. Du bist sehr viel unterwegs, musst verschiedene Termine wahrnehmen, du machst Offerten, du machst Nachträge, du machst Rechnungen und. Also das Aufgabengebiet des Projektleiters ist sehr umfangreich und was ja auch den Job im Endeffekt spannend macht. Wenn man mit verschiedenen Menschen zusammenarbeitet, mag spannend sein, ist halt aber auch herausfordernd, wenn Menschen anders ticken wie du selber. Dass du deinen Tag flexibel musst können gestalten, das kann für dich ein Vorteil sein, es kann aber manchmal auch mühsam sein. Das ist halt die Herausforderung, die du hast, weil dein Tag kann plötzlich total umkrempelt werden, eben zum Positiven wie auch zum Negativen. Oder? Sicher eine Grundausbildung auf die Gebäudetechnik, dass man auch weiss, um was es geht, dass man da auch gewisse fachspezifische Fragen auch kann beantworten kann. Dann, was sicher wichtig ist, dass du einen starken Durchsetzungswille und Vermögen hast, weil es ist nicht immer einfach als Projektleiter und das ist sehr wichtig, dass du dich auch durchsetzen kannst. Sicher musst du auch flexibel können deinen Tag gestalten, also musst du ein flexibler Typus Mensch sein, offen sein vor allem, weil es gibt immer wieder Neues und neue Leute und. Das ist sehr abwechslungsreich und du musst können mit den Freiheiten, die du hast als Projektleiter, musst auch können vernünftig umgehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst, wenn du dich jetzt zum Beispiel auf dem Gewerk, wo du dich jetzt ausgebildet hast, kannst du auch auf andere Gewerke arbeiten, so wie ich. Ich habe die Ausbildung als Kälteplaner gemacht und arbeite jetzt auf der Heizung eigentlich. Ich habe schon ein bisschen Lüftung gemacht, also man kann relativ viel nachher in den Gewerken wechseln. Das ist vielleicht das falsche Wort, aber man kann sich auf anderen Gewerken ein bisschen weiterbilden, weiterschulen. Intern, in der Helg ist das sicher möglich, im Grosskonzern sollte das möglich sein, oder? Dass man das kann, in eine andere Niederlassung oder intern in der Niederlassung. Man kann auch eine Technikerschule machen und sich fachlich auf seinem Gebiet weiterbilden. Man kann auch in die Fachhochschule gehen in Luzern und sich dann wirklich auf alle Gewerke ein bisschen weiterbilden. Das ist jedem freigestellt. Man kann natürlich auch höhere Positionen anstreben, Teamleiter, Leiter von einer Abteilung oder wenn man ganz verrucht will, denken, in die Niederlassungsleitung aufsteigen, sich denken, das ist jedem selber gegeben, welchen Weg dass er einstreben will, was für Weiterbildungen er natürlich noch zusätzlich macht, ob auf der Technik selber oder eine Wirtschaftsweiterbildung macht, wie auch immer. Da stehen einem so viele Wege offen, das ist noch schwierig aufzuzeigen, was man alles machen könnte.